Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bioshock. Ich werde jetzt gleich die Webcam weg. So. Weil hier gleich etwas passieren wird. Und zwar. Eine Exister. Komm her! Komm her! Noch. Wo war das? Diese verdammten Big Sisters! Ich hasse diese Teile! Ja! Ist schon gut! Diese dreckigen. Komm. Ja, bis wir herkommen. Schnell. So, jetzt doch einmal. Willkommen zurück. Der Bioshock. Oh Gott. Ah, fuck off. Ich geh jetzt weiter. Also wir haben jetzt Stanley Paul. Haben wir jetzt getötet, weil er. Ja, das ist der Hiss, der es gemacht hat. Und sie jetzt eben sieht. Und das ist halt. Nicht so die feine englische. Also, was hätte ihr gemacht? Hättet ihr ihn leben lassen? Oder hätte ihn auch getötet? Weil, wie gesagt, er hat das, was den Little Sisters gemacht, was sie jetzt sind. Was halt nicht gerade cool ist. Meiner Meinung nach. Was die Big Sisters sind, weiß ich bis heute noch nicht. Hier wären wir, Chef. Endstation. Ja. Wenn ich mich nicht irre, benutzt Eleanors Mami Adam, um dem armen Mädchen sämtliche Gedanken und Erinnerungen Raptures einzutrichtern. Lam denkt, dadurch wird die Kleine zu einer Heiligen. Eleanor befindet sich in einem dunklen Raum unterhalb des Fontaine-Hauptquartiers. Moment. Und um dich am Leben zu erhalten, müssen wir uns da reinschleichen und sie finden. Endstation? Heißt das?
abschließen. Also wir sind gleich am Ende von dem Ganzen. Das wäre ein bisschen schade. Obwohl. Okay, nein. Eben Tierchen. Okay. Lamb is watching. Das wäre cooles Thumbnail. Alter. Oh, was haben wir denn hier? Achso, irgendwo. Wo habe ich. Moment. Wo haben die mir ein Geschenk hinterlassen? Irgendwas mit Garten? Ich glaube, da bin ich jetzt schon vorbei, oder? Naja, so. 9. Oktober 1967. Gil Alexander. Hallo. Mein Name ist Gilbert Alexander. Und in weniger als einer Woche werde ich im klinischen Sinne geisteskrank sein. Ich mache diese Aufnahme noch vorher. Als letzten Versuch, Menschen, für die ich vielleicht eine Bedrohung sein werde, zu helfen, mich auszuschalten. Meine nächste Aufnahme wartet hinter dem Sicherheitscheckpoint auf Sie. Der Bioscan stellt sicher, dass Sie psychisch normal genug sind, um diese Aufnahme überhaupt zu brauchen. Tschüss, ihr gerade. Gil Alexander. Wenn ich mich recht erinnere, war er von Anfang an der Entwicklung der Big Daddies beteiligt. Sehr wahrscheinlich, dass er was mit dir und Eleanor zu tun hatte, mein Junge. Okay. Blute das Ding. Na gut, wir müssen jetzt auf jeden Fall höchstwahrscheinlich die letzten Sachen und Gil Alexander wieder finden. Gil Alexander. You're fired. Jin, auch nicht. Er stiehlt Firmenvorräte, der freche Mistkerl. Firmen, Adam, aus Firmenbeständen. Ich hab's gesehen, wie er sich's in den Arm gespritzt hat. Ich hoffe, ihr anderen lasst euch das eine Lehre sein. Wo ist die andere jetzt? Sie müssen wissen, Sir, ich bin eine juristische Person. Sehen Sie, Sir, ich bin Alexander der Große. Eine Firma ist ein Organismus, mein Freund. Und ich kann mit einem Fingerschnippen zurück in den Ozean hinauspissen.
Ah, hier ist wieder Adam. Alexander der Große? Verdammt, das muss Gil Alexander sein. Der oh, gleiche Typ, der die Nachricht vorhin hinterlassen hat. Klingt aber ziemlich durchgedreht jetzt. Ja. Ein bisschen vielleicht. Also der raucht. Ich hab mir gedacht, da ist Adam drin oder irgend so etwas. Hier ist nichts mehr. Hier. Öffne. Dies ist Ihre Bioscan. Hä? Identifiziere Freigabelevel. Identifiziert. Klinisches Versuchsobjekt. Klassifikation: Protektor. Typenbezeichnung: Delta. Status: Verstorben. Fehler. Status wird aktualisiert. Bitte warten. Please hold the line. War verstorben. Was soll das? Meine Sekretärin bürgt für dich? Delta. Du bist einer von den alten Protektoren, was? Du bist ein gutes Produkt, Delta. Ein gutes Produkt. Für die Ewigkeit gebaut. Sieh jetzt nicht hin, aber ich glaube, einer deiner alten Kollegen will dir Hallo sagen. Scheiße, was bist denn du? Es bringt genau. Was ist? Verdammter Pisse. Status aktiv. Zugang gewährt. Hallo, hier bin ich wieder. Ich wurde einer extrem hohen Dosis Adam ausgesetzt. Arschloch. Wenn Sie dies hören, habe ich die Sicherheitsvorkehrungen für diese Einrichtung bereits massiv hochgefahren. Sie, mein anonymer Freund, müssen diese Sicherheitsvorkehrungen umgehen und mich töten. Schön. Und glauben Sie mir, wenn ich dazu in der Lage gewesen wäre, wo wir gerade bei guten Neuigkeiten sind, Sie können die Aufnahme unter diesem Bildschirm dazu benutzen, die Stimmenscanner, auf die Sie stoßen werden, zu passieren und in das Sicherheitsbüro zu gelangen. Das Passwort ist Agnus Dei. Agnus Dei. Zum Betreten bitte Passwort aussprechen.
Agnus D. Zugang gewährt. Willkommen, Gil Alexander. Das habe ich gehört. Mein Konterfei und meine Stimme sind Firmeneigentum, Delta. Genau wie du. Zwing mich nicht, dich auszuschlachten, Freundchen. Ja, der ist ein bisschen übergeschnappt. Zum Betreten bitte Passwort aussprechen. Ich habe dich gewarnt. Bitte sprechen Sie deutlich. Automatische Deaktivierung für 60 Sekunden. Ah, er blockiert das stimmengesteuerte Schloss mit seinem Gejaule. Sieh zu, ob du ihm die Kontrolle über das Sicherheitssystem des Gebäudes abjagen kannst. Das Sicherheitsbüro liegt weit über deiner Gehaltsklasse. Wenn du dich partout nützlich machen willst, die Klos müssen dringend geschrubbt werden. Hier sind ein, zwei Aushilfen zu deiner Unterstützung. Beende Kriegskontrolle über die Sicherheit. Du Alter Schwede. Hier war wieder eine Genbank. Ich könnte die wieder auf die auch benutzen. Die werde ich ganz sicher benutzen. Wenn deine kleinen Helfer im Sammeln ständig unterbrochen werden, dann sag ihnen mit deinem Bitte, dass sie sich beeilen sollen. Okay. Okay. Jetzt muss ich. Und nehme ich mal ich habe noch die Mini-Geschütze da. Sagen eine höchst annehmbare Zeit. Tag. Doch. Das ist das. Ja, gratuliere! Du hast einen Intelligenztest gegen ein Haushaltsgerät gewonnen! Das. Oh. 200 ist schon heftig.
200 ist schon... Dank der Kraft des Elektrostroms zum Herrn der Elektrizität. Und 425. Ich mein, was? Das werde ich noch zweimal nehmen. Und Insektenschwamm 3 vielleicht. Und noch 130. Vielleicht der Sturm. Wenn du getroffen wirst. Achso, ne. Dreh braucht nicht 10 Maschinen. Bohrspezialist. Schoner. Heiliger Hacker. Ich war das Bienending. Ach, Gif! Verdammte Kacke! Naja. Ah, wir bekommen ja. Wartet kurz. Hier. So, das kommt mal weg. Was? Erhöht den Wert der Schadensboni durch Forschungen. Also, brauche ich nicht unbedingt. Mein Freund und der Vater. Und. Heiliger Hacker. Der Heilige Hacker. Hier. Habe ich hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Nein. Gut. Hier sollen wir dann. Holen wir es uns! Kommt her! Okay, mit dem habe ich jetzt nicht wirklich gerechnet. Dieses scheiß Teil endlich mit Laden. Also, dass da jetzt ein verdammter Alpha kommt, hätte ich mir jetzt
nicht erwartet, hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Insektenschwarm 3. Ich glaube, das ist. Kündigung geahndet werden! Oder einfacher ausgedrückt! Kommt doch einmal so ein scheiß Dichter um die Ecke! Gefeuert! Gefeuert! Ich hab... Okay. Oh Gott. Fisch in der Toilette, das ist ja. Ja. Ja! Ganz kosten. Auch. Wie viel haben wir? Bohrtreibstoff würde ich nicht unbedingt brauchen. Jetzt in dieser Folge mache ich jetzt auch das letzte. Das letzte Eve. Und zwar hinter. Hinter rechts. Glaube ich, das ist es. Futuristics entwickelten Plasmid-Technologien ist alles möglich. Die Macht der Götter liegt in ihren Händen. Unsere Eingriffe verlaufen schnell, schmerzfrei und sicher. Oh, danke, Doc. Ich fühle mich großartig. Besser als je zuvor. Wow. Die Resultate sprechen für sich. Investieren Sie noch heute in Plasmid-Technologie. Ja, aber das bringt mir nichts, wenn ich da nicht reinkomme. Gut, dann halt nicht. Da muss ich halt anders hin. Und zwar... Ich habe dieses Gerät erfunden, Delta! Du von ja, unseren Onkel, verliebter Pavian! Emo-Einheit abfackeln. Oh, cool. Aber
Ja, er tanzt. Ja. Das war der Elektrowalzer. Sehr, sehr schwer zu meistern. Aber die haben es wohl gut drauf gehabt. Rede ich sehr, sehr wenig. Da, du kommst jetzt. Du mit. Es. Ja. Sind wir jetzt mit. Wieder zusammen, Daddy? Ah, weg, nein. Ah, das ist ja praktisch. Jetzt schlaf. Das hier drückt, das blinkt. Super. Kann ich hier noch etwas? Ich habe keine Eve-Spitze mehr. Das ist ein bisschen kacke. Aber ich werde hier jetzt mal die Aufnahme beenden. So. Ja. Alexander der Große. Mal sehen, was uns da erwartet bei dem Typen. Gut, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und ja, das, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, macht's nicht gut, macht's besser und see you in the next video.